Wir leben in einer unsicheren Zeit. Ein viraler Konflikt zeigt sich im Innen wie im Außen, im Privaten wie im Öffentlichen. Die Menschen fühlen sich hilflos und suchen nach einer professionellen und ehrlichen Unterstützung. Doch nicht nur die Patienten sind besorgt und haben Angst, auch die Ärzte kommen zunehmend in eine Schwierigkeit, nämlich wie sollen sie im medizinischen und menschlichen Sinne verantwortungsvoll beraten? In erster Linie geht es doch um das Wohl des Menschen und dass er dauerhaft gesund bleiben kann. Ja, und darüber sprechen wir heute. Mit einem praktischen, klassischen, aber auch ganzheitlichen Mediziner. Vorsorgend stärken, wie wir gesund durch die Krise kommen. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Dr. Norbert Kriegisch. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Peggy. Aber es war ja schon eine schöne Einleitung. Die habe ich extra für dich gezaubert. Ja, es klingt immer so komisch, wenn Doktor kommt und wir ja bei du sind. Ne? Das war in Leipzig, da haben wir uns ja zum ersten Mal kennengelernt oder überhaupt kennengelernt. Und dann hat sich das so entwickelt, dass das Du rausgerutscht ist. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir alle so auf Abstand sind, ist es irgendwie auch so schön, mal wieder zusammenzusitzen und per Du zu sein. Ne? Genau, das ist ganz wichtig. Hm. Leider können wir keine Küsschen mehr verteilen, aber sonst ist es ganz gut. Ich habe einen Satz noch in Erinnerung, den muss ich aber kurz ablesen, weil ich glaube, mit dem sollten wir heute einsteigen in das Gespräch. Das ist der Leitsatz, cogita et fac idem sanus eris. Ist ja das richtig? Erkenne dich selbst und handle entsprechend, dann fühlst du dich mit dir im Reinen und wirst gesund. Inwieweit ist dieser Satz mehr denn je entscheidend oder stellt auch das bestehende Gesundheitssystem in Frage? Das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Denn letztendlich werden wir im Moment ziemlich von außen her gesteuert. Wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, über uns selbst nachzudenken, denn uns wird eigentlich alles vorgeschrieben. Angefangen vom Lockdown, von den Kontaktbeschränkungen und von allen diesen Dingen. Wer traut sich überhaupt noch, über sich selbst nachzudenken? Das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Und das Zweite ist, wenn du dann etwas erkennst, dann hast du nicht das Gefühl, dass letztendlich du etwas verändern kannst im Kleinen oder auch ich als Arzt. Das ist eine ganz schwierige Situation, in der wir uns als Ärzte auch befinden. Mhm. Wie hat sich denn der Alltag jetzt in der Praxis mit den Patienten im Täglichen verändert? Was bemerkst du da? Also wie ist da die Stimmung und wie sind die Menschen drauf, die zu dir kommen? Das ist ein bisschen schwierig von meiner Seite her zu beantworten, weil die Leute, die zu mir kommen, nicht wegen Corona zu mir kommen, sondern die kommen eigentlich wegen chronischen Erkrankungen zu mir. Und die sind jetzt nicht unbedingt wegen Corona oder wegen den anderen Maßnahmen nicht gekommen, sondern sie kommen zusätzlich. Aber trotzdem, weil ich ja auch Hausarzt bin von einigen, ist die Frage, wie sie sich jetzt verhalten sollen oder was sie vorbeugend tun können oder wenn sie Symptome bekommen, was sie dann tun können, ein ganz wichtiger Punkt, der uns in der Arbeit jeden Tag beschäftigt. Ja, du bist ja nun auch selbst Vater. Nicht nur Arzt, ja, und eben auch ein Menschenfreund. Du kommst da jetzt auch gerade so an deine Grenzen, ne? Weil letztendlich bist du ja der andere da aufruft, selbstbestimmend zu handeln, ja, und bist auch aufklärend. Aber was ist so der Punkt, wo du sagst, da kann ich gerade wirklich nicht mit? Also wo ich im Moment ein bisschen ein Problem habe, wenn ich mir als Arzt oder auch mit meinem sogenannten gesunden Menschenverstand vorstelle, was im Moment abläuft. Wir haben eine Erkrankung, die gefährlich ist für einige, aber für viele nicht gefährlich ist. Und trotzdem leiden wir alle drunter. Die Schulen werden geschlossen, die Betriebe sind zu und die Leute kommen zu mir mit den unterschiedlichsten Ängsten und Nöten. Und dann hat man das Gefühl, dass es natürlich auch dadurch zu einer Immunschwäche kommt. Und das ist ja mein Hauptanliegen, dass man eigentlich, wenn man chronisch krank ist oder überhaupt krank ist, dass das Immunsystem in irgendeiner Weise gestört ist.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Moment bei der ganz täglichen Arbeit. Wie kann ich die Leute trotzdem ihrer Angst, ihr Immunsystem aufbauen? Was mache ich mit denen, wenn die positiv getestet worden sind, obwohl sie gar keine Probleme haben oder gar keine Symptome haben? Was mache ich mit denen? Was rate ich denen? Das ist etwas, wo ich als Arzt in eine sehr schwierige Situation komme und mich eigentlich nur nach meiner Erfahrung und nach meinem gesunden Menschenverstand richten kann. Na, dann fangen wir doch einfach mal im Kleinen an und arbeiten uns mal so ein bisschen durch die Thematik. Wir sind ja eigentlich, wenn man jetzt mal vorher unser Leben betrachtet, es gibt ja so eine, glaube ich, so eine Gruppenimmunität, ne? So, wir gehen unter Menschen, sind mit Bakterien und Viren immer schon in Berührung gekommen. Das heißt, wir haben ja auch Abwehrkräfte selbst im Körper oder entwickelt, dass wir immun bleiben. Und durch die Isolation, die wir jetzt alle erfahren, ist es so, dass wir dadurch so eine Art künstliche Immunität bekommen? Oder dass wir dadurch in irgendeiner Form... Genau das Gegenteil passiert. Es hat Untersuchungen gegeben, dass man zum Beispiel Mäuse versucht hat, steril aufzuziehen, von allen wegzuhalten. Das sind nach kürzester Zeit gestorben. Ja? Und das, was wir jetzt haben, ist ja ein Problem. Wenn ich in einem offenen System lebe, muss ich mich ja mit Dingen, auf die ich mich noch gar nicht konzentrieren kann, die gar nicht weiß, auf was auf mich zukommt, muss ich mich ja auseinandersetzen. Und das kann ich nur, wenn ich mein Immunsystem, mein Milieu so habe, dass es auch eine Chance hat, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben das schon mal in einem anderen Vortrag, habe ich das mal gemacht. Das ist im Prinzip wie unser Immunsystem, wie unsere Polizei. Habe ich nicht genug Polizeikräfte zur Verfügung, wäre ich krank. Stelle ich der Polizei nicht die richtige Ausrüstung zur Verfügung, dann kann die nicht genug arbeiten. Und wenn man das unter diesem Aspekt anschaut, dann ist das, was wir jetzt tun, dass wir letztendlich alle uns zurückziehen, meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg. Sondern wir müssten sogar eine Herdenimmunität aufbauen. Das bedeutet, ich kann den Virus in kleinen Portionen den Menschen mehr oder weniger zugedeihen lassen, indem er draußen joggt und mit anderen Leuten zusammenkommt, wo nicht in einem Raum plötzlich 300, 400 Leute sitzen. Dann hat er eine Chance, sich mit einem Virus in kleiner Menge auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt alle Leute immer wegsperre, mit niemandem mehr in Kontakt komme, dann ist es zumindest nach einem Jahr jetzt so zu sehen, ist der Virus nicht so tödlich wie zum Beispiel Ebola oder sowas, sondern es ist nicht der Killer-Virus, den wir ursprünglich erwartet haben. Und da wäre es für mich eigentlich eine sinnvolle Möglichkeit, die jungen Leute in eine Herdenimmunität zu bringen, weil die dann auch letztendlich dann die Alten damit auch schützen. Denn wenn du 70% Herdenimmunität hast, dann ist der Virus mehr oder weniger zufrieden. Dann braucht er sich nicht auf andere Leute mehr auszuwirken. Naja, man hat ja noch vor einem Jahr ungefähr, da hat man ja gesagt, dass es so Art wie eine Influenza, dass die Symptome wie so eine Influenza verlaufen. Und jetzt ist es spürbar und auch bemerkbar, dass der Verlauf anders ist. Es gibt ja diese Mutanten oder die Mutationen. Ne? Hat das damit zu tun, dass durch diese Isolation dadurch eben, oder kommt das wirklich durch die Impfung selbst, dass es jetzt mutiert? Naja, das muss man ein bisschen anders unterscheiden. Also jeder Virus mutiert, sage ich mal, egal wie. Wir haben bei Influenza ja das gleiche Problem. Da hat man ja auch Impfungen, wo man im Prinzip sagt, welcher Virus oder welcher Stamm wird wohl nächstes Jahr entsprechend da sein und da macht man den Impfstoff drauf. Vor 2-3 Jahren war das Problem, dass man diese Voraussage nicht genau getroffen hat und hat mir einen Influenza-Stamm, der durch die Impfung nicht abgedeckt worden ist. Und dadurch haben wir sehr, sehr viele Tote. Ich glaube, in Deutschland allein 25.000. Und dies ist etwas anderes. Aber wenn du ein gesundes Immunsystem hast, kommst du auch mit dem zurecht. Die Symptome, du hast vorhin angesprochen, sind wie eine Influenza. Das ist nicht ganz so, denn du hast 2-3 Dinge, die bei Covid anders sind. Du hast diesen Geruchsverlust, du hast den Geschmacksverlust und sonstige und die Gefahr einer Thrombose zu bekommen. Das sind die 3 Hauptkriterien, weshalb dieser, wo man im Prinzip an den Symptomen erkennen kann, ob ich jetzt Corona habe oder ob ich Influenza habe. Und dann macht man eigentlich erst den Test. Okay.
Denn einen Test immer nur zu machen, auch bei Gesunden, halte ich nicht unbedingt für sinnvoll, weil du auch sehr viele falsch positive Tests haben könntest. Und dadurch treibst du im Prinzip die Zahlen nach oben und alle Leute kriegen noch mehr Angst, obwohl sie eigentlich gar nicht so krank sind. Also was mich unfassbar bewegt, ist, bevor wir jetzt auch darüber sprechen, was wir tun können, um uns überhaupt erstmal zu stärken, dass wir auch gesund durch so eine Krise kommen, ja, mich beschäftigen besonders vor allem die Kinder und Jugendlichen. Also wie mache ich als Mutter meinen Kindern oder wie gebe ich ihnen überhaupt noch das Gefühl, dass sie gesund sind, ja, wenn die sich zweimal, dreimal in der Woche testen müssen selbst, um immer wieder nachzuschauen, ob sie nicht doch krank seien. Was kann ich tun, um meine Kinder auch rein psychologisch da aufzubauen? Also sagen wir es doch mal ganz ehrlich. Bis Corona sind die Kinder in den Kindergarten gegangen und sind alle 3 Tage mit einer verschnupften Nase nach Haus gekommen. Trief, trief. Und dann hat man gesagt, ist alles nicht so schlimm, wenn die jetzt nicht zu schlecht beieinander sind, geh weiter in den Kindergarten. Du musst dein Immunsystem lehren und dadurch stärken, weil du dich mit immer neuen Viren, Bakterien auseinandersetzt, um deine Grundimmunisierung aufzubauen. Und das findet jetzt nicht mehr statt. Wir werden eigentlich letztendlich meiner Erfahrung nach viel kränkere Kinder und junge Menschen bekommen in einigen Jahren, als wie wir sie vorher hatten, weil die ihre Grundimmunisierung nicht mehr durchlaufen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben Sie natürlich auch die Masken auf. Jetzt gehen Sie ja wieder nach und nach in die Schule und haben dann den ganzen Tag sozusagen auch wirklich mangelnde Sauerstoffzufuhr. Was können wir aktiv auch als Eltern tun, damit wir das kompensieren am Nachmittag oder den Kindern erzählen, wie sie auf dem Schulhof miteinander umgehen? Also was können Sie tun? Gibt es da Atemtechniken? Oder natürlich müssen die raus an die frische Luft, die müssen Sport treiben, die müssen was machen. Und die dürfen sich nicht immer nur alleine aufhalten. Was soll denn aus den Kindern werden? Die brauchen sowohl ihre soziale Lernfähigkeit, wie auch sie gegen Viren und Bakterien lehren und lernen müssen, sich damit zurechtzufinden. Das kann nicht so gehen. Außerdem, wenn immer zu wenig Sauerstoff aufgenommen wird, wird auch die Kopfdurchblutung weniger. Also das hat so viele Dinge für mich, die nicht so positiv sind für die Kinder. Und du kannst als Eltern eigentlich nur eins machen, dass du denen positive Inputs gibst, dass du auch mit denen dich beschäftigst und sie nicht nur allein am Computer lässt oder sonst irgendwas. Die müssen sich trotzdem auseinandersetzen. Offene Systeme leben davon, dass Reize hereinkommen und man darauf reagiert. Und die Kinder sind bis jetzt, so wie wir das bis jetzt haben bei Corona, am wenigsten gefährdet überhaupt. Hattest du schon Fälle? Von Kindern überhaupt nicht. Ich hatte Fälle von Corona in der Praxis, aber nicht starke Fälle, weil ich meine Patienten vorbereite darauf, dass sie es gar nicht bekommen oder nicht so stark bekommen. Das ist was anderes. Es wird für mich in der ganzen Diskussion, heißt immer nur Impfung oder wir warten auf das Medikament. Das gibt's nicht. Du musst eine Stärkung des grundsätzlichen Immunsystems machen. Dann hast du eine Chance, dich auch damit auseinanderzusetzen und relativ gut durch diese Krise durchzukommen. Ja, da haben wir gerade das Stichwort Medikamente, ne? Also ich glaube, es gibt ja, oder das hast du ja auch so schon gesagt, es gibt ja Mittel und Wege, nur darüber mag keiner sprechen. Ja? Das verstehe ich nicht, warum. Warum wird es nicht immer wieder gefordert? Ich meine, du behandelst seit Jahren chronische Patienten und chronisch Kranke. Meine Patienten, ich hab in der Praxis sehr, sehr, sehr wenig Fälle. Ja? Und meistens sind es nur die Angehörige, nicht die Patienten selber. Ja? Weil die werden von mir automatisch, wir wissen, dass Corona, es gibt ja mehrere Coronaviren, wir wissen, dass aus Studien, dass auch eine saisonale Saison gibt für einzelne Viren. Unter anderem Coronavirus fängt auf der Nordhalbkugel ungefähr an, Anfang November und geht bis Ende März, Anfang April. Da wissen wir, dass das kommt und dass im April vermutlich
die Zahlen so und so besser. Das haben wir ja letztes Jahr auch erlebt, ohne dass es eine Impfung gab oder irgendwas anderes. Das sind die Zahlen auch runtergegangen. Nun, jetzt kommen noch Heuschnupfen hinzu und was auch immer. Ne? Das nein, ist natürlich aber das alles ist verwirrend. Heuschnupfen ist ja kein Virus. Nee, aber die Leute wissen ja nicht, was jetzt passiert. Ne? Es gibt ja so viele Symptome in allen möglichen Formen, die jetzt natürlich auch wieder auftreten. Und am Ende... Ne, jeder denkt, er hat nur noch Corona und traut sich nicht mehr raus. Richtig. Und wo soll das hinführen für uns Menschen letztendlich? Du hast ja gesagt, wir sind offene Systeme. Ne? Das heißt, wir sind selbstregulierende Systeme und können eigentlich alles, wenn wir ein gesundes Milieu haben, sind wir eigentlich in Ordnung und gesund. Was genau braucht es, nochmal kurz zusammengefasst, was wir nehmen müssen, damit wir jetzt gestärkt sind? Also noch dazu, wenn man sich, man muss sich ja Folgendes überlegen. Wo tritt der Virus ein? Man hat Tröpfcheninfektionen, nennt man das. Der tritt in den Schleimhäuten, in der Nase und im Mund ein. Mhm. Dort muss ich schon mal anfangen, den Bakterienrasen dicht zu machen. Ich habe es immer wieder gesagt, es gibt unter anderem, es gab eine Studie aus China, das ist vielleicht vielen Leuten gar nicht bewusst, die haben das Mikrobiom untersucht, also die Bakterienflora im Darm und bei Kranken, Covid-Erkrankten und bei Gesunden. Und komischerweise hat man festgestellt, dass bei den Covid-Erkrankten zwei Bakterienarten nicht mehr gefunden werden. Zum Beispiel Enterococcus faecalis und Milchsäurebakterien. Mhm. Und wenn man mit einer wie ich, der sozusagen lange mit mikrobiologischer Therapie tätig ist, dem ist das vollkommen klar. Milchsäurebakterien und Bifidobakterien ist die Schutzflora. Das ist die Schutzflora auf der Schleimhaut, damit andere Sachen nicht so leicht in den Körper hineinkommen. Und wenn die nicht da ist, dann ist ein Leaky Gut offen da, dann ist das Tor offen, da kann alles rein. Das zweite, Enterococcus faecalis, das sind Bakterien, die das Immunsystem in der Schleimhaut verbessern. Das sogenannte IgA in der Schleimhaut verbessern. Dass, wenn es dorthin kommt, sofort abgetötet wird. Das ist es und es fehlt bei Covid-Patienten. Aber bei mir bekommt es jeder Patient als chronische Erkrankung automatisch von November bis März. Deswegen werden die Leute auch nicht so leicht krank. Mhm. Das ist jetzt mal das eine, das Mikrobiologische. Mhm. Dann wissen wir, dass wir in unserem Immunsystem andere Dinge brauchen, wie zum Beispiel Vitamin D. Warum haben wir in der Nordhalbkugel, wenn keine Sonneneinstrahlung ist, wenn die nur flach ist, die Sonne, haben wir zu wenig Vitamin D-Produktion. Also muss ich Vitamin D zugeben. Ich brauche für 5000 Vorgänge im Immunsystem brauche ich Vitamin D. Aber das ist jetzt auch eine ganz entscheidende Frage. Wie viel, also was habe ich vorher gebraucht und jetzt, wo ich isoliert bin und eh schon kaum rausgehe, brauche ich noch mehr. Wie viel brauchen wir denn täglich? Also es gibt Studien und alles Mögliche. Ich setze es alles ein bisschen höher an. Man macht Blutuntersuchungen und normalerweise diese Blutuntersuchung 0,25 Vitamin D. Da halte ich die Patienten bei einem Spiegel von ungefähr 80 bis 100. Das sagen vielleicht viele, es wäre zu hoch, aber ich merke das selber, wenn du das einnimmst, dann kriegst du plötzlich einen Energieschub. So, das ist das eine. Das zweite ist Vitamin C. Jeder kennt Vitamin C. Das muss ich natürlich nicht immer unbedingt nur als Tabletten oder was einnehmen, aber ich kann Zitrusfrüchte einnehmen, ich kann die Acerola-Kirsche einnehmen. Das sind alles Dinge, die mein Immunsystem verbessern und steigern. Mhm. Zink gehört dazu, mhm. Selen gehört dazu. Zink ist doch für Abtransport von Zink ist oder? Für alles in dem Sinn wichtig, weil es auch zu den Antioxidantien sozusagen dazugehört, damit dein Körper sich gegen Stoffe, mit die er nicht verträgt oder gegen Mutationen sich wehren kann. Mhm. Und da braucht man Zink und Selen. So, das wären jetzt schon mal die Grunddinge. Das nächste ist, das ist als Vorbeugung. Mhm. Habe ich jetzt wirklich Symptome? Mhm. Das ist der nächste Schritt. Jetzt kommt einer zu mir und sagt, Herr Doktor, ich habe jetzt Husten und Schnupfen. Ja? Dann muss ich ja ihm sagen, er macht mir einen Test und sagt, oh, Sie haben Corona. Was mache ich denn jetzt mit dem? Ja? Dann mache ich jetzt in der Praxis, der kriegt hochdosiert Enzyme. Denn zum Beispiel das Enzym Lysozym ist ein Enzym, was die sogenannten Entzündungsstoffe, wo ja immer heißt, kaskadenartig läuft das ab, da wird man überladen mit dem Ding. Die
lösen die auf, die gehen gegen die vor. Und dann kommen die Nachfolgedinge nicht so. Du musst hochdosiert Enzyme da geben. Da habe ich so ein Spray, Lysozym-Spray, was ich den Leuten sofort gebe, wenn die letztendlich akute Probleme haben. Mhm. Und dann kriegen die natürlich bei mir hochdosiert Vitamin-C-Infusionen. Also das ist etwas, wo du dann intravenös geben musst, weil du so viel Vitamin C, das soll dann pushen, das soll ihr Immunsystem pushen. Und da kommen die meisten relativ gut über hinweg. Und von diesen sogenannten Bakterien wird dann die Dosis erhöht. Also das ist das, wo man mit akut wird. Und wenn einer wirklich Probleme hat, und wir machen Sauerstoffmessungen, kann man denen noch Heparin spritzen. Weil die Gefahr bei Covid, habe ich vorhin gesagt, ist ein Thrombosen geschehen. Also musst du denen, wenn der wirklich schwere Symptome hätte, wäre es günstig, dem einfach subkutan soll er sich ein paar Tage lang Heparin spritzen. Dann kommt er meistens gar nicht in diese schweren Situationen hinein, dass er überhaupt beatmet werden muss. So, das ist das, was ich eigentlich den Ärzten empfehle. Eigentlich klingt es so simpel. Ja? Es ist für mich auch simpel. Und also wir sind natürlich jetzt alle so ein bisschen auch getrimmt auf die Gefahr zu gucken. Und das löst natürlich auch viel Ängste. Angst aus. Und da hast du ja auch in deinem Buch, den Titel muss ich mir, wie heißt dein Buch nochmal? Ich fühle mich krank, warum findet niemand etwas? Ja, genau. Aber das ist jetzt spannend, weil der Titel, das ist jetzt auch spannend, ich fühle mich krank. Im Grunde ist ja wirklich, da hast du es ja auch benannt, die Angst einer der Grundfaktoren, die im Grunde das System verengen. Ja, wir das sind da Immunsystem nicht mehr schwächt. Und schwächt, genau. Das ist ganz elementar wissenschaftlich nachgewiesen, dass du durch Ängste dein Immunsystem grundsätzlich schwächst und wenn du an positive Dinge denkst oder dich gut fühlst, dein Immunsystem stärkst. Und wir haben nur eine Chance. Der Immunschwache wird immer das Problem haben bei solchen Viruserkrankungen. Der Immunstarke kommt mit mehr oder weniger relativ gut darüber hinweg. Das ist meine feste Überzeugung. Also wenn wir doch die Möglichkeiten haben, ist natürlich immer die Frage, wie selbstbestimmt sind wir. Ne? Und viele von uns projizieren ja auch noch viel. Ne? Es gibt ja auch eigene innere Ängste, die auf die Außenwelt dann projiziert werden. Aber was braucht es für eine Geisteshaltung, damit wir wirklich auch bewusst lernen, jetzt mit solchen Themen umzugehen? Das war deine erste Frage. Ja, wenn ich eine Erkenntnis habe, dann muss ich mich auch danach richten. Mhm. Wenn dir aber die Erkenntnis gar nicht gegeben wird, sondern wenn dir immer nur was voreingegeben wird, dass du nur das und das machen kannst und nur das halten kannst, dann fängst du gar nicht mehr an, selbstbewusst zu denken. Und das ist etwas, was ich in meiner Praxis und als Arzt, ich möchte einen mündigen Menschen vor mir haben, der selber gesund sein will und gesund werden will, dann tut er auch was für sich. Der macht dann Sport, der schläft gut. Das gehört ja alles dazu. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man diese Warnsignale des Körpers irgendwo auch lesen lernen. Also es gibt ja mittlerweile so, ich bin ja auch so ein Mensch, ich habe ja auch viele Menschen um mich herum, die auch Gespräche über das Thema führen. Es gibt so für mich so drei Lager irgendwie, ne? Die komplett gegen Impfung sind, die sich impfen lassen und die unentschieden sind, weil sie wirklich nicht wissen, was soll ich denn jetzt machen, ja oder nein. Ne? Es ist echt ein innerer Konflikt, der Stress auslöst. Was empfiehlst du denen, die an dem Punkt stehen und sagen, ich weiß nicht, was richtig ist für mich? Sagst du dann grundsätzlich, dann machen sie doch erstmal die prophylaktische Vorsorge mit den benannten Mitteln, die wir gerade besprochen haben? Das sage ich so und so. Aber wenn du jetzt gezielt nach den Impfungen fragst, muss ich eigentlich auch ganz klar sagen, ich bin ja nicht ein grundsätzlicher Impfgegner. Aber ich habe natürlich große Bedenken mit den neuen Impfstoffen. Das muss man einfach so sagen. Und ich stehe als Arzt genauso oft hilflos davor, was uns alles eingeredet wird, was uns alles erzählt wird, dass das alles so einfach ist oder nicht. Das ist nicht so einfach. Denn wenn man sieht, dass ein Virologe, Hochwissenschaftler, der früher selbst bei der Bill-Gates-Stiftung gearbeitet hat, jetzt einen offenen Brief an die WHO schreibt, dass er von der Impfung abrät, dann weiß ich auch nicht mehr, wen ich glauben soll. Naja, aber selbst du bist als Arzt ja, ihr habt ja gelernt, dass man nur Kranke, da soll man nicht impfen. Ne? Genau. War doch so. Aber das wird doch im Moment gerade gemacht. Was passiert denn im Moment? Wir impfen jeden, egal ob krank ist oder nicht. Bei manchen Impfstoffen haben wir ja auch schon gehört, dass sie bei Allergikern sehr schwere Probleme herstellen. Wenn plötzlich Leute sterben oder schwerer krank sind,
bei uns, unser Hausmeister zum Beispiel, die arbeiten in einem alten Pflegeheim. Da haben sich die Leute alle geimpft und waren plötzlich 80% der Belegschaft waren über eine Woche nicht mehr in der Arbeit. Ja, wie soll denn das weitergehen? Naja, im Grunde wird ja auch durch diese Impfung den Zellen gesagt, ihr müsst etwas produzieren, was ihr eigentlich so gar nicht produzieren würdet. Das heißt, es ist im Grunde eine Form von Übergriffigkeit, kann man das so sagen, ja, eine Entmündung des Menschen. Es wird dir ein Antigen eingepflanzt und du sollst daraufhin eine Reaktion machen. Und wir wissen noch gar nicht, wie das ist. Wenn ich jetzt, also es tut mir leid, ich muss manchmal auch immer nachfragen. Es gibt keine passive Immunität. Das heißt, alle, die geimpft sind, müssen trotzdem Abstand halten, müssen trotzdem eine Maske tragen, weil sie immer noch Überträger sein können des Viruses. Ich erlebe es doch, die Leute sind geimpft, plötzlich wird das Kind positiv getestet und die Mutter ist geimpft, muss sie trotzdem 14 Tage in Quarantäne. Ja, warum? Das verstehe ich überhaupt nicht. Für mich wäre es viel sinnvoller, die Strategie, die jetzt gerade eingeschlagen wird, wenn mache ich einen Schnelltest, dann kann ich sagen, der hat was oder der hat was nicht. Gehen wir mal von den falsch positiven Tests, wollen wir gar nicht reden. Aber ich kann damit was sagen. Aber wenn ich eine Impfung habe, die mir nicht mal gewährt, dass ich dann hinterher immun dagegen bin, mir nicht mal gewährt, dass ich das was ich eben für Nachfolgeerkrankungen bekommen kann, dann habe ich schon Probleme damit. Also ich als Laie, ja, als Nichtmediziner, höre verschiedene Meinungen von Ärzten auch, die sagen, naja, diese Impfstoffe verändern auch unsere DNA. Ja? Also die einen sagen ja, die anderen nein. Also ich glaube, ein gesundes menschliches System fühlt ja, was für einstimmig ist. Ne? Aber woran kann ich mich denn halten? Was kann ich noch glauben? Das ist schwierig zu sagen, weil diese sogenannte Teleskopierung, wo man jetzt bestimmte Stufen der Impfentwicklung ineinander geschoben hat, wir über Langzeitversuche ja noch gar nicht reden können. Wir wissen ja noch gar nicht, wie sich das auswirkt. Und nachdem ich diesen offenen Brief an die WHO gelesen habe, dann war ich schon sehr entsetzt, dass der sagt, dass allein durch die Impfung die Gefahr, mehr Mutanten zu erzeugen, viel größer ist als ohne die Impfung. Gegen einen Virus, der vorher nur 0,25% der Bevölkerung mehr oder weniger gefährlich trifft. Also es gibt ja im Laufe der Geschichte, egal wo eine Gefahr ist, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, wo ein Gift ist, gibt es auch ein Gegenmittel oder ein Heilmittel. Ja. Ne? Wir wissen ja, dass wie die Welt auch funktioniert. Aber es gibt doch sicherlich, gibt es schon Erfahrungen, weil ich weiß, dass viele eben auch schon irgendwo rumdoktern und sagen, wie kann man denn auch die giftigen Stoffe wieder ausleiten, die sozusagen in unserem Körper sind. Gibt es da schon erste Informationen? Ich glaube, da ist einfach ein bisschen zu schwierig, darauf zu sagen. Das heißt, ich bin kein Impfgegner. Die Idee, was die machen mit dem mRNA-Impfstoff, ist eigentlich eine tolle, fantastische Idee. Bloß ich glaube, dass wir einfach im Moment in Menschenversuchen sind, ohne das vorher richtig ausgetestet zu haben. Und das ist für mich als Arzt schon ein bisschen ein Problem. Weil ich werde ja jeden Tag gefragt, Herr Doktor, soll ich mich jetzt impfen lassen oder soll ich mich nicht impfen lassen? Ja, genau. Und das ist da muss ich auch sagen, für selbst mir als Arzt ist es schwierig, die Frage klar zu beantworten. Weil ich einfach auch nicht sagen kann, was verändert sich denn, wenn ich einen mRNA-Impfstoff gebe? Gibt es nicht trotzdem? Oder diesen sogenannten Vektor-Impfstoff wie AstraZeneca zum Beispiel. Da wird über ein anderes Virus diese mRNA eingeschleust in die Zelle. Ja, ich weiß doch gar nicht, geht er nicht trotzdem auch in mein genetisches Potenzial über? Das ist alles noch nicht genau erforscht. Wir haben das ja bei anderen mRNA-Impfstoffen gegen Dengue-Fieber gab es das ja auch schon. Das wurde dann abgeblasen. Also es tut mir leid, ich habe da einfach oft Bedenken. Das heißt nicht, dass ich ein Gegner dieser Idee bin. Ja? Aber wenn ich jetzt daran denke, dass wir alle einfach durchimpfen werden und ich bin gespannt, warum ist in Israel die Inzidenzrate genauso höher als in Deutschland, obwohl die alle schon zu 60-70% geimpft haben? Da frage ich mich ja, tut mir leid, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Naja, es gibt ja auch Heilpraktiker, die energetisch so arbeiten. Die haben gesagt, dass geimpfte Menschen, dass es nicht mehr so, dass es energetisch Veränderungen gibt, dass man nicht mehr so vorher wie vorher arbeiten kann. Du arbeitest ja auch energetisch, sage ich jetzt mal. Kann man
Kannst du das auch Da habe ich noch keine Erfahrung damit, weil ich mich jetzt auf die Energie mit Geimpften noch nicht so konzentriert habe, weil in meinem Patientenstamm noch relativ wenig geimpft sind. Man darf ja nicht vergessen, die Leute lassen sich ja nicht impfen, weil sie jetzt glauben, die werden geheilt. Zum großen Teil, du hast vorhin die drei Gruppen gesagt. Sondern die meisten wollen sich impfen lassen, damit sie wieder sozialen Kontakt haben können. Ja, reisen können. Reisen können und so weiter. Und das ist für mich nicht der richtige Ansatz. Es müsste einfach erst geklärt werden, was sind die Nebenwirkungen, was sind die Langzeitfolgen. Und das ist, tut mir leid, da habe ich einfach Schwierigkeiten damit. Naja, du bist ja auch, ich sag mal, so habe ich dich kennengelernt, jemand, der verbindend ist. Ne? Du bist verbindend und hörst dir auch gerne andere Meinungen an, um dann auch für dich das rauszuziehen, wo du sagst, das probiere ich aus. Ne? Wie gestalten sich denn die Gespräche mit Kollegen, die vielleicht nicht ganz so arbeiten wie du? Mit denen komme ich zurzeit kaum in Kontakt, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich, es gibt keine Kongresse, wo man sich treffen kann. Ja, es gibt keine Stammtische mehr, wo man sich treffen kann. Übers Internet werden bestimmte Meinungen sofort verändert oder gelöscht. Also das ist nicht so einfach. Und wenn man überhaupt sich schwierig hinstellt, wird man gleich als Corona-Leugner hingestellt. Ich bin kein Corona-Leugner, ich bin auch kein Impfgegner. Ich mache mir nur Gedanken, was habe ich in meinem Studium gelernt, was habe ich in 35 Jahren Berufserfahrung erlebt, warum werden denn die Leute weniger krank, wenn du die entsprechend vorbereitest? Also das ist für mich das A und O. Also das heißt jetzt im Grunde, dass jeder für sich selbst wirklich verantwortlich werden muss. Wir genau. müssen jetzt mündig werden und noch ist es ja freiwillig, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Aber wie gehst du damit um von dem Tag an, wo man vielleicht sagt, das ist jetzt die Anordnung, ist jetzt Gesetz? Das ist schwierig, kann ich nicht sagen, weil letztendlich, unser Ministerpräsident hat ja schon gesagt, dass impfkritische Ärzte oder die überhaupt Schwierigkeiten, denen soll die Approbation entzogen werden. Ja, dann ist plötzlich deine ganze Lebensgrundlage, wo du ein ganzes Leben lang gearbeitet hast, ja, wird plötzlich dir entzogen. Bloß weil du dir vielleicht mal andere Gedanken machst. Ich finde es schon sehr schwierig. Ich glaube, man sollte eine Freiwillige, ich halte niemanden davon ab, wenn er sich impfen lassen will, weil er Angst hat oder weil er. Aber dann soll er offen sein dafür und nicht. Soll er sagen, das soll er machen. Ich impfe die Leute auch, das ist nicht das Problem. Verstehst? Aber wenn jemand Schwierigkeiten hat und für sich selber Angst hat, was kann mit mir passieren, dann muss ich das genauso ernst nehmen und muss mir auch diese Fragen stellen. Und dann muss ich ihm auch sagen, okay, solange der Impfstoff ja noch nicht einmal eine sterile Immunität macht, dass du niemanden anders anstecken kannst oder das, ja, dann weiß ich gar nicht, was es soll. Naja, aber gerade Angst, haben wir ja vorhin gesagt, macht eng und fördert ja eigentlich nur die Komplikationen, die eventuell entstehen könnten. Das heißt, letztendlich ist es wie so ein kleines Hamsterrad, ne? Dass man sich um denselben Punkt immer dreht. Also positiv Einstellung bleibt, also das ist ganz wichtig, dass wir trotzdem offen bleiben. Ja. Hm. Was sagst du? Du hast erzählt, es gibt diese digitale Krankenakte oder wird die jetzt eingeführt oder gibt es die jetzt schon, wo alles von jedem? Das soll eingeführt werden, was ich gehört habe. Es fängt an mit dem grünen Impfpass, der ja in Israel schon eingeführt wird. Und dann wird es sicher darauf hinauslaufen, dass man in Zukunft einen digitalen Pass hat, wo alle Krankheitsfakten drauf aufgeschrieben sind. Und das wird eine totale Überwachung werden, weil das ist ja was ich in meiner Praxis ja habe. Es ist ja nicht nur alles messbar mit Blut oder mit Röntgen oder mit sonstigen Dingen, sondern viele in einem offenen System sind so viele Variablen drin. In der Wissenschaft wollen wir immer nur eins bestimmen. Da wollen wir alles andere raushaben, um dann zu sehen, wenn das was ist, dann bewirkt es das. Aber wenn plötzlich mehrere Faktoren eine Variabilität hineinbringen, dann können wir das ja gar nicht mehr sagen. Dann verändert sich der eine so, der andere verändert sich so. Und bei uns ist ja die Psyche, unsere Gedanken, unsere Energie spielen ja genauso eine Rolle mit. Unser Hormonsystem, alles spielt eine Rolle mit. Alles beeinflusst ja unser System. Und das ist etwas, wo wir mit, ich habe in den 30, 35 Jahren, das ist genau das, dass ich nicht glaube, dass immer nur eine Ursache mit einem Medikament behandelbar ist und dann alles löst.
Das kann in Einzelfällen passieren. Aber es bedingt sich. Ne? Das bedingt sich gegenseitig. Und es kann auch sein, weißt du, wenn du positiv eine positive Einstellung hast, dass sich plötzlich in deinem Immunsystem, in deinem ganzen System etwas verändert. Ohne, dass du viel anders dazu tun musst. Naja, und manchmal ist es ja auch so, dass ein Patient reinkommt. Ich meine, manche sind schon seit 30 Jahren in deiner Praxis und du kennst ihre ganze Geschichte, die jetzt nicht wirklich 1:1 aufgeschrieben ist, weil man als Mensch sich begegnet. Und dann sieht man jemand sofort an, wie er gerade heute, das stimmt doch heute was nicht, oder? Ne? Ja, genau. Geh in ein Impfzentrum, da wird abgefragt, haben Sie eine Allergie, haben Sie jetzt eine akute Erkrankung? Wenn nicht, dann kriegst du die Impfung. Aber du kommt einer zur Tür rein, dann siehst du dem schon an, der ist irgendwo, da stimmt was nicht mit dem. Das ist vielleicht oft gar nicht so einfach zu fassen. Ja? Und deswegen wird für mich das natürlich ein Problem, sage ich mal. Nicht für mich als Arzt, weil die Leute werden in Zukunft auch weiter solche Ärzte wie mich suchen, wo sie glauben können, überhaupt mal ernst genommen zu werden und nicht nur auf einen Blutwert oder auf ein Röntgenbild zu reduziert zu werden. Aber hast du das Gefühl, dass Menschen wie du oder auch wirklich, die ganzheitlich unterwegs sind, eigentlich jetzt gefährdet sind, dass es mehr darauf hinausläuft, dass es hier so Roboterärzte gibt? Also ja, machst du dir da wirklich Sorgen, dass was mit dem Arztberuf passiert? Ich mache mich um mir keine Sorgen, weil ich schon zu alt bin. Aber ich glaube, dass das Gesundheitswesen in die Richtung gepusht wird. Da bin ich schon der Meinung. Es wird auch in Zukunft sein, klar, die schwere Arbeit. Es gibt die Pflegeroboter schon, die Patienten rumheben und rummachen und sonst irgendwas. Ja, da brauchst du bald keinen mehr, der letztendlich dem noch die Hand streichelt, sondern der Roboter kommt und hebt dich rum und macht es. Das wird in Zukunft so kommen. Da bin ich fest davon überzeugt, weil das ein wirtschaftliches Problem ist. Also du hast in deinem Buch mal gesagt oder geschrieben, der Heilungsprozess geht nur oder tritt nur in Gange, wenn der Patient sich wirklich gesehen fühlt. Ja? Gehört mir dazu, ja. Und jetzt tragen wir Maske und es wird alles digitalisiert und irgendwie der Ablauf wird irgendwie immer schneller und man wird bevormundet, so würde ich es jetzt mal sagen. Ist das eigentlich das Hauptthema, dass wir Menschen gerade so, wie sagt man, desozialisiert werden oder wie nennt man das? Ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Das heißt, dieses Öffnen kann gar nicht mehr passieren und Menschen sind offene Wesen. Kann nicht mehr werden. Es gibt genug Leute, die das nicht wollen und sich wahrscheinlich auch im Lauf der Zeit wieder zusammenschließen werden. Vielleicht gibt es auch mal andere Parteien, die das mehr wieder in den Vordergrund stellen, mehr eine Liberalität in den Vordergrund stellen. Das muss man schon auch mal sagen. Also ich glaube, dass wir im Moment in eine große Gefahr laufen, unsere Freiheit, bloß weil wir eine gesundheitliche Sicherheit haben wollen, ganz aufzugeben. Na, die Frage ist, was man als gesundheitliche Sicherheit überhaupt bezeichnet, ne? Was man darunter versteht. Uns wird die gesundheitliche Sicherheit nur als langes Leben beschrieben. Egal, wie man lebt. Ich sage immer, überleg doch mal, wenn eine 90-jährige Frau ihre Enkel und Urenkel zum Geburtstag sehen will und es wird ihr verboten, ja, dann wird die alte Frau doch oft gar nicht gefragt. Die sagt vielleicht, ich bin ja froh, wenn ich meine Enkel noch mal sehen darf, bevor ich meinen Löffel abgebe. Das ist doch vielleicht auch eine Möglichkeit. Manche alte Leute werden doch gar nicht gefragt. Vielleicht haben die ein ganz anderes Lebenskonzept und sagen, okay, ich habe genug gelebt, ich möchte eigentlich auch noch schön leben, weiterleben. Es gibt ein Leben vor dem Tod, sage ich immer. Oder ein Leitspruch meiner Praxis ist, füge den Tagen Leben hinzu, und nicht den Leben Tage. Das ist für mich eine der wichtigsten Leitsprüche. Also ein System, was im Vertrauen lebt, was in Liebe, was Liebe empfindet, ist natürlich nicht nur offen, sondern auch mutig und selbstbestimmt. Und ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, dass jeder Einzelne für sich entscheidet. Was mache ich mit? Dann in voller Verantwortung. Wenn nicht, wann lehne ich mich auf? Wo informiere ich mich? Das sind jetzt entscheidende Schritte auch für unsere ganze Gesellschaft, ne? Es ist ja so, das hätte ich nie für möglich gehalten bis letztes Jahr im März, was mit uns jetzt stattfindet. Und deswegen ist es so, ich werde mich, man muss sich informieren auf allen möglichen Seiten. Also du machst ja auch viel parallel, ne? Du hast noch einen Podcast, wo du auch tägliche Fragen beantwortest, ne? Ja, ein Podcast ist was anderes. Da geht es wirklich darum, das heißt Symptom XY. Mhm. Das ist etwas, wo wir einfach mal versuchen wollen, dass chronische Erkrankungen oder Erkrankungen, die sich in Symptomen zeigen,
auch irgendwelche Ursachen haben kann. Und dann mache ich darauf aufmerksam, damit Leute ihre Hilfeschreie ihres Körpers vorher schon erkennen können. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern es hat grundsätzlich mit Erkrankungen zu tun. Aber wenn man jetzt tiefer einsteigen will in die Materie, wir haben ja heute nur vieles so leicht angerissen. Du hast ja in deinem Buch auch schon sehr, sehr viele Tipps gegeben mit Fragebogen und mit allem drum und dran. Wenn jemand jetzt wirklich diese Grundfragen wirklich quält, was ja viele tut, wo können Sie sich jetzt hinwenden? Auf deiner Homepage das Buch kaufen? Infos bekommen? Auf der Homepage gibt es einige Antworten schon. Da ist auch die Links zu dem Podcast dazu. Da ist auch mein Buch, kann man darüber erwerben und so weiter. Aber was wir vorhaben, ist, dass wir auch im Prinzip so Events veranstalten, wenn man wieder mal Events veranstalten darf. Dass ich irgendwo hinkomme, zum Beispiel, was weiß ich, in Hamburg oder in Berlin, 4 Stunden und dann mit den Leuten dort vor Ort ihnen mal zeige, was können unterschiedliche Hilfeschreie des Körpers sein. Das ist etwas, was ich eigentlich vorhabe und dass die dann eine Sensibilität für sich entwickeln. Denn bevor die chronischen Erkrankungen angehen, gibt es schon lange Zeit vorher Anzeichen. Und die müssen die lesen dann. Und dann können sie auch zu den entsprechenden Therapeuten gehen. Ich kann auch nicht alles ableisten und ich kann auch nicht alles lösen. Das will ich. Ich bin kein Herrgott, der alles lösen kann, das von vornherein zu sagen. Nur, man kann vielleicht einen Weg aufzeigen, dass man nicht einfach nur eine Schmerztablette einwirft oder nicht einfach nur ein... Nimmt, was man bekommen soll jetzt. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja? Aber die wissen es dann auch oft nicht. Naja, du hast ja auch diesen Satz gesagt, denke und handle in gleicher Weise und dann wirst du gesund. Ja? Genau. Also wir sind ja jetzt gerade wirklich in der Zeit, wo Widersprüchlichkeit im Außen wirklich Thema ist, außen und innen. Und die müssen wir überwinden. Und ich glaube, dass du eine wundervolle Arbeit machst und Menschen wirklich Hoffnung und Mut machst, weil du zeigst dich auch als Arzt nicht nur im weißen Kittel, als der Gott, ja, sondern sagst, tut mir leid, darauf habe ich jetzt auch keine Antwort. Ja klar, das ist genauso. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich bin nur Berater letztendlich. Ich habe mich in bestimmten Sachen informiert, habe viele Sachen erlebt, habe ausprobiert und bin eigentlich der Berater und sage, probier das mal aus und mach das mal. Und wenn das dann hilfreich ist, dann ist es wieder ein positiver Fall für mich. Wenn ich nicht weiterkomme, dann weiß ich nur, ich habe noch nicht den richtigen Schlüssel gefunden. Und dann sucht man weiter. Das ist einfach das, was für mich eigentlich einen Arzt ausmachen soll. Also ich habe heute mitgenommen, Fokus weg von der Krise, wirklich auf die Gesundheit lenken. Und es gibt Mittel, Möglichkeiten, Wege und Menschen, wenn wir uns dem öffnen und wirklich uns auch selber fragen, wo finde ich es? Ja? Und so ein Beitrag wie heute, denke ich, hat wieder mal Mut und Hoffnung gemacht. Norbert, ich danke dir von ganzem Herzen. Hast du noch irgendein Anliegen, wo du sagst, das brennt dir noch? Willst du noch loswerden oder haben wir alles so abgedeckt? Also ich glaube, wir haben ja heute viel über dieses Corona. Ich wünsche mir halt, dass die Leute wieder miteinander ins Gespräch kommen und auch mal wieder zuhören. Das wünsche ich mir. Denn wenn man schon als Mensch insgesamt in Frage gestellt wird, bloß weil man vielleicht auch mal andere Sachen hinterfragt, das macht mir Angst. Und das würde ich gerne verändern. Glaubst du, dass ein Gebet da helfen kann, dass auch beten? Natürlich. Ich bin jetzt ein Gebet, eine Meditation, ein in sich gehen, eine Baummeditation, was ich auch schon beschrieben habe, das kann einem helfen. Mit seinem Partner wieder mal entsprechend ein gutes Gespräch zu führen, sich einfach mal in den Arm zu nehmen. Sich selbst auch, hast du ja noch gezeigt, diese Übung. Habe ich jetzt mein Mikro gestreichelt? Nein, aber ich will nur sagen, das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen, dass man wieder an die ursprünglichen Gefühle und seine Ideen und an sein Ding herankommt. Und das spielt insgesamt eine Rolle. Naja, es geht ja auch darum, dass das Außen, wie wir es wahrnehmen, es ist ja auch, wir schauen durch unsere Augen hinaus. Das heißt, es gibt da offensichtlich auch in jedem Einzelnen, der wirklich in Angst ist, immer noch Anteile, die er nie aufgelöst hat oder nie angeschaut hat. Ne? Ja, also das geht natürlich dann auch in die Psychologie oder ne, ja, in die Psychotherapie. Ja, also wie gesagt, wir sind ganzheitliche Wesen, viele, eine in einem. Danke, danke, danke. Und ja, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wer mehr Informationen jetzt dringend braucht und sucht, einfach unter www.dr-kriegisch.com. .de. .de. Also wir sind ja in Deutschland.
Punkt.de. Ja, der Lacher am Ende ist irgendwie schon klassisch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen und Teilen dieses Beitrages. Alles, alles Liebe. Tschüss.